Hi Leute, in diesem Video möchte ich euch zeigen, was Kontextmanager sind. Wir schauen uns an, warum wir sie nutzen sollten und wie sie eigentlich unter der Haube funktionieren. Ich habe hier mal ein bisschen was vorbereitet, habe hier eine leere main.py und eine leere text.txt. Und wir wollen jetzt einfach mal etwas in dieses File reinschreiben. Das heißt, was wir jetzt erstmal machen müssen, ist, wir müssen das Ganze öffnen mit der Open-Funktion und dann das File referenzieren, dann einen Mode angeben. Wir nehmen hier mal den Write Mode und jetzt können wir hier reinschreiben. Und zwar irgendwie Hallo. Und dann müssen wir das Ganze noch wieder schließen. Okay, wenn wir das jetzt ausführen, dann sehen wir in dieses File wurde jetzt Hallo reingeschrieben. Also wie man sehen kann, das Ganze funktioniert. Es gibt allerdings bei dem Code, den wir aktuell geschrieben haben, ein kleines Problem. Und zwar, hier wird das File geöffnet, hier wird reingeschrieben, hier wird es geschlossen. Wenn hier drin ein Fehler passiert, dann haben wir am Ende von unserem Code ein offenes File, weil wenn hier der Fehler passiert, dann wird das Programm einfach abgebrochen. Und das wollen wir eigentlich verhindern. Dafür gibt es in Python ein try-except. Und zwar versuchen wir jetzt hier mal das File zu öffnen und wir versuchen auch hier reinzuschreiben. Und wenn hier ein Fehler passiert, dann wollen wir einen IO-Error abfangen. Und hier schreiben wir einfach immer irgendwas rein. Hier war eine Exception und dann wollen wir noch sicherstellen, dass das File wirklich immer geschlossen wird. Das können wir hier mit einem else machen. Hier wird dann unser File eben geschlossen, das heißt, hier wird versucht, das zu öffnen und wenn kein Fehler passiert ist, dann geht es hier in das else und wir schließen das File wieder. Das wäre jetzt hier der deutlich bessere Code und wir würden eben verhindern, dass unser File nicht geschlossen wird. Also, das ist auf jeden Fall schon mal deutlich besser mit dem try-except. In Python gibt es allerdings die Möglichkeit, das Ganze noch deutlich kürzer und sauberer zu schreiben, und zwar mit einem Kontextmanager. Dort müssen wir uns gar nicht darum kümmern, dass hier ein Fehler abgefangen wird und das File wieder geschlossen wird. Das übernimmt der Kontextmanager, ich sage es mal für den Anfänger, automatisch. Was automatisch genau bedeutet, das gucken wir uns gleich dann im Folgenden an. Und zwar, der Code dafür geht so, mit dem with-Keyword sagen wir, wir wollen einen Kontextmanager erstellen und dann nehmen wir einfach hier das open und kopieren das mal hier. Und hier drin erstellen wir dann ein Kontextobjekt mit einem Alias-Keyword und wir nennen das einfach mal File. Das ist das gleiche wie hier, diese Zuweisung. Und hier drin, innerhalb von dem Kontextmanager, also ist auch eingerückt, können wir dann das File.write ausführen. Und da können wir dann einfach Hallo reinschreiben. Und hier müssen wir dann kein Close mehr ausführen und wir müssen auch keinen Fehler abfangen. Das passiert, wie gesagt, automatisch. Doch, was heißt jetzt eigentlich automatisch in diesem Fall? Es gibt ja in der Programmierung nichts, was wirklich komplett automatisch passiert. Das heißt, das, was wir hier haben, ist letztlich nur Logik, die irgendjemand anders für uns wegabstrahiert hat. Und ich zeige euch jetzt mal, was da eigentlich unter der Haube passiert. Sobald wir dieses with-Keyword hier verwenden, dann sucht Python in der Klasse, also hier wird uns eine Klasse zurückgegeben, nach zwei Methoden. Und zwar der underscore-underscore-enter-Methode und der underscore-underscore-exit-Methode. Diese Methoden werden aufgerufen und dort wird diese Magie, wie eine Exception abzufangen und das File wieder zu schließen, eben gehandelt. Ich zeige also einfach mal an einem einfachen Beispiel, wie das Ganze funktioniert. Dafür kommentieren wir mal das Ganze aus und erstellen mal eine neue Klasse, die nennen wir mal CM für Kontextmanager und hier drin schreiben wir eine Init-Methode und werden mal einen Parameter mit dem Namen a initialisieren, also self.a ist a und dann holen wir uns jetzt hier noch die Enter-Methode mit rein und diese Enter-Methode, die returnt etwas und das ist eben der Kontext und hier drin können wir jetzt alles mögliche returnen. Also wir können jetzt hier das File returnen, was hier passiert, das wäre dann self, aber wir können theoretisch hier drin auch irgendeine Zahl returnen. Wie das Ganze aussieht, zeige ich einfach mal hier mit einem return 5 und am Ende brauchen wir dann noch die Exit-Methode. Die hat drei weitere Parameter und zwar execType, execWahl und execTB. Und das ist eben der ExceptionType, den wir hier uns ausgeben lassen können, den ExceptionValue und den kompletten Traceback. Wir nutzen diese Parameter allerdings jetzt hier erstmal nicht und printen hier drin einfach nur Exit wurde aufgerufen. Das machen wir auch nochmal für die Enter-Methode. Schreiben hier natürlich nicht Exit rein, sondern Enter. Und jetzt wollen wir das Ganze mal aufrufen. Und zwar
erstmal so, wir erstellen eine neue Instanz und die kriegt einfach mal irgendwie den Wert 10. Und dann printen wir hier noch das A. Und jetzt führen wir das Ganze mal aus. Und jetzt sehen wir, kriegen wir hier den Wert zurück. Allerdings wurde diese Enter-Methode und diese Exit-Methode niemals gecallt. Wenn wir das Ganze mit dem Context-Manager machen und das Ganze eben mit einem with-Keyword einleiten, also with cm und dann as, machen wir hier mal klein cm, dann wollen wir hier drin mal cm printen. Okay, außerdem wollen wir dann hier drin noch cm.a printen. Mal kurz zum Überlegen, wird das hier funktionieren? Ja oder nein? Wir probieren es einfach mal aus. Wenn wir das Ganze mal ausführen, dann sehen wir Folgendes. Also, Enter wurde aufgerufen. Der Wert hier, dieses CM, hat einen Wert von 5. Exit wurde aufgerufen und danach kriegen wir einen Error. Und das liegt einfach daran, dass das, was wir hier kriegen, ist nicht das gleiche, wie das Ganze hier einem neuen Wert zu assignen, also wie das, was wir hier machen, sondern dieses CM ist wirklich nur das, was uns diese Enter-Methode hier zurückgibt. Und deswegen haben wir natürlich auch hier kein Attribut zur Verfügung. Und deswegen ist eigentlich der Standard, dass man bei der Enter-Methode einfach self-returnt, also das Objekt an sich, aber man muss es eben nicht machen. Das ist einfach gut zu wissen, wie das Ganze hier unter der Haube funktioniert. Und jetzt, wenn wir das nochmal ausführen, dann sehen wir auch, dass unser Code hier funktioniert. Hier wird uns dann eben 10 zurückgegeben und das hier ist das Objekt an sich, also das ist das hier und 10 ist eben der Wert von dem Attribut hier. So, ich würde sagen, das, was wir hier gemacht haben, das setzen wir mal gemeinsam jetzt mit einem eigenen Kontextmanager um. Dafür werde ich das hier einfach mal löschen. Und jetzt wollen wir das eben mal wirklich selbst implementieren. Und dafür erstellen wir mal eine neue Klasse, die nennen wir mal File. Und die hat eine Init-Methode. Und in dieser Init-Methode haben wir zwei Parameter. Das ist der FileName, also das brauchen wir hier für das Open. Und außerdem brauchen wir dann noch einen Mode. Das ist hier in dem Fall der Write-Mode. Und dann wollen wir hier drin das Ganze mal als Objekt speichern. Also wir nennen das mal File-Objekt. Und hier drin, bei der Init-Funktion, führen wir dann die Open-Funktion aus. Und zwar öffnen wir dann das File. Und wir wollen es in dem Mode öffnen, den wir hier bei der Initialisierung übergeben. Dann brauchen wir noch die Enter-Methode. Und diese soll etwas returnen. Und was soll das returnen? Das soll das File-Objekt returnen, weil wir wollen ja mit dem Objekt hier dann diese Write-Methode ausführen. Das heißt, wir returnen in dem Fall self.file-Objekt. Und dann brauchen wir außerdem noch die Exit-Methode. Und hier drin könnten wir jetzt unsere Errors printen, aber was wir jetzt erstmal machen, ist, wir wollen einfach nur das Ganze wieder schließen. Das heißt, wir schließen dann einfach wieder das File-Objekt mit der Close-Funktion. So, jetzt haben wir hier unseren eigenen Kontextmanager. Ich werde auch hier nochmal das Ganze printen, damit es klarer ist, dass hier auch wirklich was in dem Kontextmanager passiert. Und jetzt rufen wir das Ganze mal auf. Das heißt, with file. Hier drin brauchen wir dann den Filenamen. Das ist dann in dem Fall ja test.txt. Text.txt, dann im Write-Mode brauchen wir das Ganze, das ist dieser Parameter hier. Und das, was hier nach dem S kommt, das ist das, was uns jetzt hier die Enter-Methode zurückgibt. Und wir nennen es einfach mal File. Und in diesem File-Objekt, das wir dann hier zurückkriegen, wollen wir dann die Write-Methode ausführen. Und hier einfach irgendwas reinschreiben wie Hallo, eigener Kontextmanager oder irgendwas in der Richtung. Und mehr brauchen wir nicht, weil die Exit-Methode wird danach automatisch ausgeführt. So, wenn wir das aufrufen, dann sehen wir, genau, wir sehen hier, Enter wurde aufgerufen und Exit wurde auch aufgerufen. Wenn wir jetzt mal in unser File hier reingucken, dann sehen wir, hallo, eigener Kontextmanager. Genau, und so funktioniert letztlich das Ganze. Wenn wir etwas mit einem with-Keyword einleiten, dann sucht Python nach einer Klasse, die eben diese Enter-Methode und diese Exit-Methode implementiert hat. Wir können das Ganze auch mal prüfen und entfernen einfach mal diese Exit-Methode hier. Dann sehen wir auch, kriegen wir hier sofort einen Attribute-Error. Das heißt wirklich nur, wenn Enter und Exit implementiert sind, können wir hier einen Kontextmanager verwenden. Also wie man sehen kann, bieten Kontextmanager wirklich eine super Möglichkeit, mögliche Fehlerquellen aus Code wegzuabstrahieren und Code schlanker und sauberer zu gestalten.
Meiner Meinung nach sind Kontextmanager leider noch massiv unterschätzt und werden viel zu selten angewendet. Wir wären jetzt hier am Ende von dem Video. Wenn du noch Fragen hast, wie immer gerne in die Kommentare. Und wenn dir es gefallen hat, dann wie immer liken und auch gerne abonnieren. Bis dann.